Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2. Und bei uns wird hier fleißig gebaut an Bord von unserem Avenger. Wir haben leider 6 verletzte Soldaten und ich habe den Sparkman ein bisschen bearbeitet. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus. So sieht er jetzt aus. Und er hat auch die Stimme von Julian bekommen. Und leider habe ich dann off-camera hat der Julian dann angefangen zu reden, dass er jetzt dass er jetzt in seinem Körper wohnt und uns helfen möchte oder nicht helfen möchte. Und war ein sehr lustiger Dialog. Leider habe ich den nicht drauf gekriegt. Auf jeden Fall redet jetzt Julian für unseren Spark. Und ich sammle jetzt hier mal die Supplies ein, wenn ich es schaffe. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Ja. So, das nehmen wir jetzt kurz noch mit. Strategic resource located. Das ist ein absoluter Scherz. Das ist ja so ein Scherz. Das macht mich jetzt ja richtig wütend. Deswegen fliegen wir jetzt hier hin. Und machen wir hier den Alien Hunters DLC. DLC. Ja. Das könnte ich auch noch mal bald bauen. There are a number of unusual energy signatures permeating this area, Commander. I'm seeing power fluctuations, intense heat, some psionic activity, all signs of a possible conflict. We should move quickly. Commander, you and I both know what Valen meant to our operation. She was our chief scientist, one of our most valuable assets. With your permission, I'd like to lead this operation personally. I was able to get you out of Advent's clutches. Maybe I can do the same for her. Okay, ist hier schon deine Mission? Ja, investigate. Listen up, people. I'll be personally taking the lead on this operation. We're looking for someone. One of the finest minds to ever serve XCOM. I don't know what we're going up against, but we know she's out there. And we're not gonna let anything stand in our way. Commander, if we have to, we can send the Spark units back into combat even when they're beat up. Commander, I would strongly advise you have our forces equip the specialized weapons we recovered from the field. Their unique capabilities may prove invaluable on this mission. Good point, Doctor. Let's gear up. Okay, ich nehme auf jeden Fall mal. Die denn alle? Frostbomb. Hab ich die verloren? Bist du eigentlich shaken? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich glaube, die Frostbomb habe ich verloren. Shit. Und den Boltcaster habe ich auf jeden Fall noch. Hier gebe ich mir die Shotgun. Jetzt hat er doch wieder alle weggemacht. Ich habe doch gesagt, nur. Er stand doch ganz eindeutig nur von denen, die nicht für die Mission gewählt sind. Das hat doch hoffentlich auch jeder so gelesen wie ich. Jetzt komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Bin ich jetzt ein bisschen blöd gerade. Alles shaken echt, ey. Kann man sie mich von außen sehen, weil das shaken ist? Sieht ja auch eine Schrotflinte. Sicher nicht, Junge. Das lange Ding.
vielleicht sogar. Ja, genau. So eine gute Rüstung. Habe ich sonst noch Rüstung eigentlich? Nee. Okay. Ist das so gut? Jetzt habe ich halt keinen Heiler. Ich gebe dir mal. Kann ich nicht mal. Gebe ich denn mal, dann gebe ich es dir. Hey. Kann ich keinen. Bin ich gerade ein bisschen dumm? Hätte doch eben gerade bei einem das Medkit auswählen können. Ach, dieses Spiel verarscht mich halt einfach am laufenden Band. Es gibt halt kein Medkit, okay? Difficult. Okay. Machen wir das. So schwer kann es ja nicht sein, ne? In position to drop. Los geht's. Ich bin mal gespannt, was wir da vorfinden. I am continually monitoring the energy signatures we detected near the target site. Possible subterranean activity detected. Strong interference blanketing the area. Sensors are unable to penetrate the rock face. We still have a steady read on Balin's signal, however. I would advise extreme caution, Central. Okay. Biological readings in this area are erratic. In addition to several species of alien fauna. Hold up. Faunter. We've got something. The data must be preserved at all costs. You must hurry. Take this and find Bedford. It's her. Unfortunately, her friend never made it to the evac point. I had hoped to meet my predecessor under less extreme circumstances. Still, I have tracked your signal to an area not far ahead. Good. Lead the way, Doctor. My position is concealed. Okay. I'm on the move. Fangen wir mal an mit euch. We've got a lot of skulls down here. Human skulls. Someone's been decorating this place. Vipers. Why did it have to be vipers? Though I share your reservations about this species, there's something different about these creatures. They appear almost underdeveloped. Perhaps an earlier stage of growth or some sort of precursor organism. Just as long as they're not bulletproof. Jetzt wiederum nicht, aber er. Achso, er hat ja den erweiterten Sichtbereich, oder? To restore portions of Dr. Valen's personal research logs. I will begin patching through what I can immediately. Testing. System dictation. This is Dr. M. Valen. Initial entry. It has taken me longer than I care to admit, but the secondary power system is finally operational.
Enough so that I can move on to more compelling work. On the move. Okay. Ich baue die mir jetzt mal so auf, dass ich das Feuer öffnen kann. Ziehe los. Moving to designated position. Ich habe hier drei Stück und dann ist schon das Ziel, okay? Das ist verdammt nah. Was mache ich denn? Ich würde sagen, ich mache mal den hier vorne Overwatch. Hier schieße ich. Eyes on the prize. Overwatch. Scanning. Scannergebiet. Eyes on the prize. Und du schießt jetzt mal mit einem Precision Shot. Den starken weg. Dann habe ich 77% Crit, 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Und das ist eine gute. Für dich. Nicht mal gecrittet. Sie können uns sehen. Check it, before you get too close. Okay, du hast einen Kill gemacht. Dann lad einfach mal direkt wieder nach. Okay, da kommt noch was. How many is that now? Die haben auch Vorteile. Feindliches Ziel erledigt. While attempting to salvage materials from what appeared to be a totally inert storage system, I made an astonishing discovery. A single cryostasis unit remained intact and occupied. This changes everything. Not sure I like the sound of that. Den schlachten wir einfach so weg. Sparen uns den Schuss. Can't handle me. What's over there? Let's do this. Bin dabei. Wird gemacht. Overwatch. Come get some! Scannergebiet! Moving to Overwatch. It appears to be the remnants of an alien genetics facility. But the damage to these containment units being so severe, I can only imagine the work that was being done here. Was she living out here? Just what the hell were you up to, Wallen? Okay. Verklickt. Egal. I'm watching. Oh, watching. Das geht in beide Richtungen weiter. Okay. Let's move
already. Du musst eh alleine unterwegs sein, damit du nicht getroffen wirst. Er ist nicht der, Doch, er darf immer in halber Deckung stehen. Ich hab's vergessen schon wieder. Finally! Back in! Rücken vor! Tempo! I guess that'll be okay. Nachgeladen! Unique, viable embryos recovered from the surviving cryostasis unit. I now have a rare opportunity, one never afforded to me during my time with XCOM. I am free to pursue a research directive of my own choosing. Looks like Valen had plenty of help. Where did she find these people? Back in! Okay, ihn lassen wir alleine da oben lang. Deswegen ist er hier ein Rogue. I'm covering. Der kann eh komplett einfach nachladen. Okay, hab ich gerade gesehen. Du hast die Overwatch in deine Nase, die er kommt. Wenn sie dir nahe kommen, hat der Overwatch. Von daher gönnen wir uns das mal. Drückt ihm alle nach vorne vor. Sporte los! Location confirmed! Hier drüben ist etwas. I'm certain some of my prior colleagues at XCOM would find the nature of my work here unsettling. I must persevere. I have no doubt these creatures would one day reach maturity, regardless of my intentions. Left here alone, the results could have been disastrous. With my guidance, at the very least, I am preventing a potential catastrophe. Ich bin gespannt, was die Wallen hier gemacht hat. Hier sind auf jeden Fall drei Hologramme von so komischen Viechern. Let's do this! Auf den. Warum das denn? Superior Frontload Weapon Range. Okay. Okay, I'll go. Schick mir hier mal ein Stück vor. Wenn du 100 hast, nimmst du dir die auch. Zu Befehl! Bestätigt! Überwachung läuft! Lass ich ihn hier weiter... overrutschen, oder... Gebe Feuerschutz! Ja,
I'll keep an eye on. Wait! Multiple biological signatures approaching your position. Readings are erratic. Difficult to pinpoint. How many signatures, Doctor? Unable to determine at this point. I have rerouted the outgoing signal. The unit must have been damaged during whatever conflict occurred here. The complete message is coming through now. An extreme biological hazard is present throughout this area. Genetically enhanced alien species in this region are of particular concern to the civilian populace. Do not approach under any circumstances. All attempts should be made to avoid contact with these life forms. This isn't a message. It's a warning. Ziel neutralisiert. Okay, du siehst gerade gar niemanden. Da lässt sich doch erstmal hinten stehen. It's killing time! I'm on it! Zwei Stück geflankt, aber Hitler kann sich nicht so stehen lassen, das ist natürlich klar. Deswegen gehen wir mal zurück hier. Was hat er noch an? Oh, nur noch drei. You can't handle me! Der ist ja in seiner alten Deckung, wäre ja auch voll, voll gedeckt gewesen. Egal. Spielen mal vor, damit da hin was kommt. Okay, ist zu nah. Niemanden. Scanning. Die sieht auch niemanden. Was ist denn da los? Dann lassen wir euch kommen. Oh ja, Feuerschutz! Er sieht den einen. Immer noch eine schöne Volldeckung für dich. Nehmen wir die. Come on it. Ja, dann sieht da niemanden, aber. Schießt, das stimmt trotzdem, das ist geil. I believe this may be the last of them, Central. I am not detecting any additional signatures. Understood. Let's take them out and find Valen. Schaden machen die 2 bis 2, ist nicht so viel, aber. Das sind viele Viecher.
I've managed to remove the genetic blockers on the specimen's DNA, allowing the repressed traits to flourish. Well, subjects Alpha and Beta show promise. It is subject Gamma I find the most intriguing. Den Toter? Also ein Sektoid. Bringt mir das was, wenn ich jetzt hier die Granate reinschmeiße, anstatt zu schießen? Das ist eine gute Frage, ob mir das was bringt. Ich kann mit ihm nur einmal schießen. Ich muss jetzt dann anfangen, die wegzuholen. How many is that now? Ich hätte vorhin nachladen können. Wo ist mein Sniper? Sie ist 2, 58 und 25. Ja, das ist natürlich uncool. Genau, er hält hier den Reaper. Das heißt, man kann ja dann so durchrennen. Und jedes Mal, wenn ich einen Kill bekomme, dann kann ich weiterrennen. Der Ridi sollte lieber zweimal schießen, würde ich sagen. Und die etwas stärkeren, die haben halt noch bessere Deckung genommen. Auch nicht beide, das ist auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie diese Waffe funktioniert, wenn ich sie so abfeuere. Aber wenn ich hier Run and Gun nach hier hinten machen würde und dann mit der Trench Gun einmal hier rüber, Schaden macht ihr denn? 6 bis 8. Komm, das will ich mal machen. Ich will mal wissen, was da passiert. Wenn ich hier hingehe, kann ich den Trenchgun eigentlich hier so einmal quer drüber feuern. Da habe ich gar keine Deckung, wenn hier einer nach hinten kommt. Ich kann ja mal gucken, was ich von hier machen kann. Running! Mein Overwatch. Irgendwie noch nicht so sinnvoll gewesen. Ich erwische nie mehr als ein. Oder sind es zwei hier? Nee, die Wand ist im Weg. Der ist gar nie dabei. Ich feuer immer so ab, ich weiß nicht, was passiert. Jo. Okay, das hat jetzt mal nicht so viel gebracht, leider. Dann mache ich doch mal hier, ich kann ja hier Area Suppression machen. Sind hier auf jeden Fall schon mal mehrere betroffen. Unterwegs.
Gebiet. I am picking up faint traces of human DNA deeper in the facility. It just might be... Water. Ich muss nachladen auf jeden Fall. Siehst du den da links? Nee. Reloaded! Subjects Alpha and Beta both continue to exhibit exaggerated, sometimes erratic variations on their traditionally observed behaviors. Subject Gamma has grown to become something else entirely. Behind those eyes, there is an intelligence that I have not witnessed in any unaltered specimens of its kind. I'm on it! Ja, ja, sie hat da bestimmt schöne Versuche gemacht, wie sie das anhört. Bin dabei! Und beim Riegel geht echt einiges. Waffe geladen! Der schießt immer sehr schön ab. Oh, hier. Der hat ja auch das mit dem, je mehr Gegner er sieht, oder? Hat er das nicht?
Härte. Jawohl! Ready for reload. Back online! Massive drop in temperature directly ahead. Such a large discrepancy defies any natural explanation. Something tells me that won't be the worst of our problems, Doctor. Sieht ja nett aus, da drüben. Komm, rück mal vor hier. No need to ask twice. Let's move already. Bestätigt. Moving to Overwatch. Okay. Rolling out. Beginning position. The extent to which the Elders tamper with the genetic fabric of their subordinate races knows no bounds. It occurs to me that this is the first male of the species I have ever encountered. Is this a form of population control? Or something more? Am I looking at the fate of my own species? Not if we can help it. Schon unterwegs! Bin schon dabei! No need to ask twice! Come get some! Bin dabei. Scanning. I have made a terrible mistake. Commander, I sometimes wish you were here to keep my ambitions in check. Subject Gamma has escaped. A tremor opened, a minute fracture in the containment unit. That was all the creature needed. It shattered the metal, cracking it as if it were glass or a sheet of thin ice. Damn it, Vaughn. What did you do? On Overwatch! Kann ich da mal eine letzte Nachladerunde machen? Finally! Sieht das, als wird hier gleich was abgehen. Zu Befehl! Verstanden! Bin unterwegs! Holen wir sie uns! Mir entgeht nichts. Overwatch. With limited resources at my disposal, I wonder whether I should have focused my efforts on a single subject rather than the three over which I must now preside. Few of my staff feel comfortable in the containment facility. I myself must therefore keep a constant vigil. Still, the potential benefits far outweigh these concerns. Though the unease around Subject Gamma in particular is admittedly contagious. On Overwatch! Hoch. Rücke vor! Dabei trifft, denke ich, eh alles. Na los, zeigt euch! Trefferbonus brauche ich fast gar nicht bei ihm. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen! I'm trusting you here! Fisher went off in search of the creature. Damn her heroics. She found no sign of Gamma, but she did uncover a clutch of eggs. Preliminary analysis reveals them to be reptilian in nature. If Gamma is indeed reproducing, if it is somehow communicating with others of its kind, then we are lost. Jetzt sind wir nah genug dran. Is that Vaughn?
unable to tell from this distance. Life signs are being obscured by... I believe this would be Subject Gamma. Valen created a Viper King. Just what we needed. Okay. Damit ich jetzt... Schlag ihn doch mal. Central. Don't think it went through! Valen's creations are not intent on making this easy. Stay alert for rapid... ...to reposition itself. Er hat ihn geboundet, okay. Kannst du schießen mit dem? Ja, dann kannst du nämlich auch shredden. Is reading at incredibly low temperatures. You are at risk of severe tissue damage if exposed. Good to know, Doctor. Schieß mal Precision Shot. 71. I cannot begin to fathom why Dr. Valen would have allowed it to have this ability. It's trying to make a break for it. Take it out before it gets away. Kannst du? Nahkampfangriff? Ja. Mach mal. That's not gehabt, something tells me that's not the last we're gonna see of that thing. If we get another shot, we better make it count. We can still clear out the rest of these things and secure the area. Let's take care of them. Oh, this is grau. Karl. Feind neutralisiert. We might have lost the big guy, but it looks like this area is finally clear. Detecting any additional life signs, human or otherwise. The cavern is clear. Yes, wir haben es geschafft. So muss es laufen. Der Ruler ist fast auch tot. Ist auch noch fast. Ich hab mein Bestes gegeben. Jetzt haben Schade am Schluss gehabt. In die 20 nur noch von 50, glaube ich. Natürlich gut, wenn ich mit ihm in den Nahkampf gehe und dann noch den Reaktionsschuss habe, wenn er wieder wegrennt. Aber es war auch eine gute Gruppe für die Mission, also da muss man schon sagen, die sind da auch super ausgerüstet. So mag ich meine Leute. Overqualified war Central. Mhm. Deswegen habe ich ihn jetzt noch nicht mehr dabei.
dem macht es auch keinen Spaß. Solo Slayer ist der Reedy, weil er die ganze Zeit die kleinen Viecher weggeschossen hat. Gerade mal zwei Beförderungen, das ist echt doof. So, was kann er denn? Zweimal schießen. Once per turn, gain an additional move after taking a standard shot at a flanked or exposed target with the primary weapon. Das heißt, wenn ich wohin renne, dann schieße, dann kann ich auch nochmal wegrennen. Das ist ja geil. Aber es muss ein Standardschuss gewesen sein, also das hört sich doch richtig gut an. Kann ich nämlich mit Run and Gun hinrennen, schießen und wieder wegrennen. Und was kann der Reedy? So. Ganz links ist auch nicht so. Nein. Bring it on. Viper. Einmal wohl wiederhergestellt. Gucken wir mal. Und John McClane ist immer noch shaken. Den noch nicht dabei. Hat man nicht dabei. Okay. Was heißt denn dieser Pfeil eigentlich? Wird ihm wieder keiner erklärt. Na gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie es jetzt weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Tschüss.